Willkommen zurück zur nächsten Folge unserer F1 2021 Fahrerkarriere zum 13. Rennen aus der dritten Saison mit Thiago Garcia und zwar heute aus Singapur. Erste Runde ist jetzt noch nicht repräsentativ, weil ich komplett im ersten Sektor von Zhou aufgehalten wurde. Also wirklich völlig. Der ist hier aus der Box rausgekommen und hat einfach gar keinen Platz gemacht. Sehr, sehr nett von ihm auf jeden Fall. Ja. Ich glaube nicht, dass das schon reichen wird, aber grundsätzlich sollte die Pace eigentlich da sein. Hat da doch schon mit dem Try geklappt, also ja, vielleicht ist da noch einiges drin. 2,8 Sekunden auf Charles Leclerc natürlich wieder nicht, weil die KI ja einfach saukrank im Qualifying ist. Aber wir werden heute im Rennen wieder einen sehr interessanten Verlauf sehen. In Russland hatten wir ja, glaube ich, dass wir auf trocken gestartet sind und dann später auf nass gegangen sind. Hier werden wir auf nass starten und später wahrscheinlich auf trocken gehen. Also könnte es wieder strategisch ein sehr, sehr interessantes Rennen werden. Erster Versuch in Q2. Normalerweise würde ich hier alles für Mediums geben. Aber da die Wahrscheinlichkeit, dass wir auf Regenreifen starten werden, so bei 99% liegt, können wir auch auf den Softs fahren, tun aber nicht alle. Ja, aber auch hier wieder aufgehalten von Matsushita, also auch da ist noch einiges drin. Und ich denke, das wird noch nicht reichen. Ihr seht, unten rechts eingeblendet, die Steuerelektronik, die ist schon ziemlich hinüber. Das ist ja aus Russland die halt in Russland immer komplett zerstört wird wegen den Curbs. Für dieses Rennen sollte die noch reichen. Dann müssen wir beim nächsten Rennen, was glaube ich in Mexiko sein wird, allerdings eine 10-Platz-Grid-Streife dann hinnehmen. Absolutes Chaos jetzt hier vor der letzten Runde. Ich muss jetzt hier so einen Hintermann zu oder völlig ausbremsen. Ist assi, aber ich brauche eine gewisse Lücke nach vorne, um das noch zu packen. Wir sind zwar 10. gerade, also gerade würde es reichen, aber Perez ist nochmal auf frischen Softs jetzt und der ist eben nur auf Mediums gefahren, heißt der wird sich safe verbessern. So, da habe ich, glaube ich, leicht die Wand berührt. Aber wird jetzt für unsere Runde, auch wenn wir hier völlig weit rauskommen, nicht mehr entscheidend sein. 9. Platz am Ende, wir sind in Q3. Okay, und Perez hat es einfach irgendwie nicht geschafft. Das checke ich gerade nicht. Das müssen wir mal kurz in der Rennleitung nachgucken. Der war doch nochmal draußen auf den Softs, aber er ist einfach nicht schneller gefahren auf den Softs. Okay, da muss er mies im Verkehr festgesteckt haben. Wir schaffen es aber dafür und damit rein in Q3. Mal gucken, was noch drin ist. Aber Top 6 sieht schon wieder echt schwierig aus. Ja, mal gucken. Erste Runde noch auf alten Softs, die wir schon einmal befahren sind. Weil wir ja zweimal in Q2 raus mussten. Noch nicht da, wo wir sein wollen, aber wir haben ja noch den frischen Stint. Ganz, ganz dicke Verbesserung nochmal jetzt hier. Für die allerletzte Runde war auf jeden Fall auch meine beste Runde in diesem Qualifying. Platz 5! Platz 5, was ein Erfolg! Im Qualifying Platz 5, oh mein Gott. Das ist ja mal super geil. Das ist gefühlt unser bestes Quali-Ergebnis des ganzen Jahres. Also ich glaube, wir hatten schon eine Pole in Kanada, aber wir sind nicht mal eine Sekunde langsamer als Charles. Boah, geil! Wir haben Lando geschlagen, wir haben Hamilton geschlagen. Das ist geil. Das ist ein richtig geiles Crawley-Fan. Jetzt habe ich noch ein bisschen mehr Bock aufs Rennen. Hier sind wir also. Die Formel 1 ist wieder in Marina Bay zu Gast. Und ich heiße alle Zuschauer zu Hause herzlich willkommen, die heute für dieses faszinierende Rennen auf den glühend heißen, aber wunderschönen Straßen von Singapur eingeschaltet haben. Wenn man die vielen engen Kurven und das aktuelle Wetter ansieht, dann stehen die Chancen heute gar nicht so schlecht, dass wir ein Safety-Car zu sehen bekommen. 23 Kurven warten, 10 rechts, 13 links und eine Gesamtstreckenlänge beim Marina Bay Circuit von 5 Kilometern. Heute wird es für die Fahrer nicht ganz reibungslos ablaufen, doch wenn ich mir das Wetter so ansehe, dann könnte wie geschmiert ganz gut hinkommen. Stefan Römer, schön, dass du wieder dabei bist. Was denkst du? Es ist doch etwas feucht, meinst du nicht? Als Fahrer gibt es drei Dinge, um die man sich bei solchen Bedingungen Sorgen macht. Pfützen auf der Strecke, Reifentemperatur und Sichtverhältnisse. Es ist schwierig, die Distanz zu anderen Autos einzuschätzen, wenn man durch das Spritzwasser der Pirelli-Regenreifen fährt. Sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an, bevor es losgeht. Charles Leclerc startet aus der Pole Position. Und daneben steht Daniel Ricciardo. Und die übrige Startaufstellung ist wie folgt. Verstappen, Bottas, Garcia und Hamilton. Gasly, Fernando Alonso, Tsunoda und Sergio Perez. Matsushita, Schwarzman, Guan Yu Zhou und Latifi. Norris, er hat eine Gridstrafe erhalten. Giovinazzi,
George Russell und Mick Schumacher. Ocon, wegen einer früheren Gridstrafe wird er von weiter hinten starten. Und Lance Stroll startet am Ende der Startaufstellung. Also dann, es wird Zeit. Wir schalten runter zur Strecke für das heutige Rennen. Okay, krass. Wir starten tatsächlich auf den Full Reds. Ich bin jetzt hier gerade schon am Überlegen, wie wir es mit dem Benzin machen. 1,5 Runden weniger als wir brauchen, würde ich jetzt mal mitnehmen. Das traue ich uns schon zu. Ah, es ist nur die Hälfte. Wir gehen auf Nummer sicher nur eine Runde weniger Benzin. Dann passt das. Wir starten auf Full Reds. Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir auf die Inters gehen werden und dann auf die Trockenreifen. Es ist also alles angerichtet für ein grandioses Rennen. Das Rennen wird einfach eine Stunde dauern. Komplett krank. Also längste Strecke und dann noch Regen. Ja, ich werde hier eine ganz schöne Zeit sitzen. Ja, ich freue mich unfassbar aufs Rennen. Ich werde jetzt hier gleich noch nicht viel taktisch einstellen, oder? Weil es wird sich sowieso im Rennen entscheiden, wie die Strategie dann ist. Deshalb, ja, das hier ist natürlich alles aktuell noch ein bisschen sinnlos, hier irgendwas einzustellen. Deshalb, wir starten auf den Wasserreifen, dann geht's auf die Inters wahrscheinlich und dann auf die Trockenreifen. Ich hab Bock, lasst uns reinstarten von P5. Das wird ein geiles Rennen. So, also Reifen warm machen. Da habe ich mich mittlerweile gefühlt spezialisiert drauf im Regen. Bin hier nur am Sliden, am Driften von links nach rechts. Wieder am Anbremsen, damit hier auch die Bremsen schön, schön die Wärme an unsere Reifen weitergeben. Und jetzt kommt es hier auf den Regenstart bei Full-Wet-Bedingungen drauf an. Und das wird keine leichte Geschichte. Okay, guter Start. Hamilton ist noch neben uns. Ja, da verdienen wir zweit. Könnte den Switchback geben von Lewis. Oh mein Gott, Lewis ist abgeflogen. Das war nicht unsere Schuld, glaube ich. Ich glaube nicht, oder? Safety Car ist draußen, müssen wir uns angucken. Was für ein Start. Also Lewis, gut geht, also ja, müssen wir rauf gucken. Ich glaube aber nicht, ich habe ehrlich gesagt keine Berührung gespürt. Ich weiß nicht, wie das passiert sein sollte. Nee. Oh, nee, aber sorry. Sorry, das ist nicht unser Fehler. Also ja, wir haben nicht ganz Ideallinie getroffen. Aber wir lenken ja nicht jetzt hier zurück nach rechts. Sondern wir halten unsere Linie und Lewis hätte da einfach vom Gas gehen müssen. Nicht unser Fehler. Also schreibt das gerne in die Kommentare. Aber das würde ich nicht behaupten, dass das unsere Schuld war. Lewis ist auch noch drin im Rennen. Oh, bitte macht er jetzt nichts Dummes. Macht er nicht, aber da liegen natürlich 1000 Trümmerteile. Ist er noch drin? Ja, er ist noch drin. Haben wir VSC oder haben wir richtiges? Ne, wir haben VSC, oder? Ja, VSC. Okay, krass. Bittere Pille für Lewis. Gut natürlich für uns. Den vermeintlich besten Fahrer haben wir nicht mehr hinter uns. Also nicht direkt hinter uns. Und ja, ich kann ja mal ganz kurz über mein Ziel für dieses Rennen sprechen. Ich glaube, ein Sieg wird schwierig. Und in der Weltmeisterschaft ist ja der aktuelle Stand Bottas, Leclerc, Hamilton, dann wir. Und mein aktueller Plan ist es, Leclerc zur Weltmeisterschaft zu verhelfen, weil ich fände es schon cool, wenn Leclerc dieses Jahr Weltmeister wird und wir dann vielleicht erst im nächsten Jahr, was ja auch noch absolut nice wäre. Und deshalb wäre auf jeden Fall vor Bottas zu landen nochmal richtig nice. Auch natürlich für die Konstrukteurswertung. Und da hilft uns natürlich auch, dass Lewis da jetzt die Kollision mit uns hatte. Also ich würde wirklich nicht sagen, dass das unser Fehler war. Ja, und das mit dem Benzin, ich denke, das sollte sich ganz easy ausgehen. Jetzt gerade VSC natürlich vorbei. Dadurch haben wir natürlich nochmal extra Benzin eingespart. Aber wir haben jetzt schon ein Viertel weniger. Also das sollte kein Problem werden. Jetzt müssen wir nur mal gucken, wie so die Pace ist. Und natürlich, wann der richtige Zeitpunkt ist. Um zu wechseln. Regen lässt auf jeden Fall nach. Ah, und Perez war auch in der Box. Also noch ein Top-Fahrer, der hier in der Box war. Aber der hatte ja bis jetzt auch ein völlig beschissenes Wochenende. Ja, aktuelle Tendenz ist, dass wir zumindest etwas Zeit auf die da vorne, also auf Bottas, verlieren. Wir sind natürlich auch mit dem Trockensetup unterwegs. Kann natürlich sein, dass die KI mal wieder sich für einen
Nass-Setup entschieden hat. Und das würde auch unser sehr gutes Quali-Ergebnis etwas erklären. Aber ich würde auch grundsätzlich sagen, dass ich auf der Strecke gar nicht so scheiße bin. Mal gucken, wie sich da, weil die Zeiten werden sich hier auch Runde eigentlich ändern, weil die Wetterverhältnisse halt immer anders sein werden und wir hätten echt deutlich weniger Benzin noch mitnehmen können. Das ist echt ein bisschen verschenktes Potenzial jetzt, aber wir wollten da auf Nummer sicher gehen und das ist jetzt auch nicht der Weltuntergang. Aber die Strecke wird definitiv trockener. Reifenwechsel wird wohl bald möglich sein. Okay, Jeff, du hast bestimmt gerade gehört. Reifenwechsel bald möglich. Klar, die trockene Ideallinie bildet sich natürlich mit jeder Runde mehr, die hier gefahren wird. Und dementsprechend könnte es schon bald für Intermediates in die Box gehen. Charles Leclerc fährt hier eine Bestzeit nach der anderen und wir dümpeln hier so ein bisschen im Niemandsland rum. Abstand nach hinten, eine Sekunde nach vorne. Wird er aber leider immer größer. Ja. Ich finde es hart, ich finde es sehr, sehr hart bei diesen Bedingungen zu fahren. Okay, soll bald wieder wolkenloser Himmel werden und der Regen hat jetzt auch nachgelassen. Klar, ich habe auch gerade kein Spray vor mir, das ist auch immer so ein Einflussfaktor. Die Reifen sind in normalen Temperaturbereichen, also noch ist es etwas zu früh wahrscheinlich für den Wechsel, aber drei Runden und dann werden wir wahrscheinlich wechseln. Oh, alternative Strategie jetzt schon? Jetzt kommt schon der Wechsel wahrscheinlich dann. Also es ist noch die gleiche Runde, wo ich gesagt habe, in drei Runden. Ja, wir machen das auf jeden Fall. Also jetzt wird es hier den Boxenstopp geben. Vor uns gibt es, glaube ich, keinen Double Stack, wenn ich das richtig sehe. Wir sind der erste, zweite Fahrer, der an die Box kommt. Schal wird natürlich vor uns reinkommen, aber der Abstand sollte uns jetzt eigentlich nicht aufhalten. Das ist natürlich interessant jetzt, so früh schon der Wechsel. Hatte ich nicht mit gerechnet. Also ja, es ist jetzt sehr, sehr rutschig. Wir kommen jetzt auf jeden Fall in die Box. So, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt schon sollten oder ob wir es gleich rein sollten. Wir kommen auf jeden Fall jetzt rein, weil noch eine Runde, dann haben wir alles verloren. So, Charles ist da vorne am Wechseln. Wir sind drin. Unsere Jungs, die sehen bereit aus. Ja, ein bisschen länger haben wir schon gebraucht. Ich hoffe, wir kommen noch vom Alpha Tauri raus. Wir kommen raus und sollten noch näher am Bottas sein, weil der... Boah, es sind sogar welche draußen geblieben. Es sind sogar welche draußen geblieben und sie sind komplett am Arsch. Ja, wir sind wohl etwas näher an Bottas. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie wirkt sich das... Oh nein, Stroll darf nicht zwischen uns... Oh, ja, okay, jetzt ist es sowieso verloren. Also jetzt werden wir extrem Zeit verlieren, dadurch, dass Stroll direkt vor uns ist wahrscheinlich. Mal gucken. Aber es kann gut sein, dass wir jetzt vielleicht auf den Intermediates Bedingungen erstmal deutlich besser sein werden als die Bots. Aber dadurch, dass wir jetzt halt aufgehalten werden, wir müssen eine Divebomb machen. Wie im... Ja. Gut, sehr gut. Und da gehen wir dann auch außen mal schnell vorbei. Ich dachte eigentlich, dass wir innen vorbeigehen würden, aber erstmal außen. Jetzt mal gucken, ob wir an Bottas dranbleiben können, ob wir mithalten können. Sieht leider eigentlich nicht danach aus, aber da vorne fährt noch Matsushita, glaube ich, oder irgend so jemand. Ne, das ist ein Haas, der die Jungs da jetzt zumindest so ein bisschen aufhält für uns, sodass er dann nochmal näher rankommt. Der fährt natürlich jetzt aber auch in die Box, also ab jetzt geht es, wer bessere Pace hat. Ungefähr 1,5 Sekunden. Nach vorne und mal gucken. Vielleicht fighten ja auch Ricardo und Bottas. Aber gerade können wir sehr, sehr gut mithalten. Sogar schnellster Sektor. Perez setzt die erste beste Zeit. Okay, das wundert mich. Also der scheint dann zusammen mit Louis schon etwas früher auf die Inters gegangen zu sein. Eine Runde. Das könnte ich mir gut vorstellen. Aber unsere Zeit sieht aktuell gar nicht schlecht aus. Hamilton hat sich dann direkt nochmal die schnellste Rennrunde gesichert. Wir werden die jetzt auf jeden Fall nicht haben. Charles hat die sich jetzt geholt. Weil wir hier schon durch die Dirty Air im Regen einige Probleme haben. Aber, wir holen sie uns doch. Aber, wir können mithalten. Und das ist ein sehr gutes Zeichen. Ja, jetzt hat Hamilton wieder die schnellste, aber wir arbeiten schon an der nächsten. Also aktuell wird natürlich die Strecke von Mal zu Mal besser. So, Charlotte jetzt wieder die schnellste. Aber wenn ich mich nicht irre, holen wir sogar ein ganz bisschen nach vorne auch auf. Ja, wir schaffen es nicht, diese Zeit nochmal zu toppen.
Es ist schwierig. Ich kann es gerade echt nicht einschätzen, ob wir wirklich sehr, sehr schnell sind. Ob jetzt hier irgendwie Bottas nur auch von Ricciardo aufgehalten wird. Überholen ist halt auch schwierig mit diesen Autos ohne DRS. Also, das könnte nochmal sehr, sehr interessant werden. Charles, neueste schnellste Rennrunde, nachdem Lewis die jetzt einige Runden hatte. Jeff denkt schon über Softs nach. Sehe ich uns jetzt ja noch nicht so bei diesen Bedingungen. Wir können weiterhin sehr gut mithalten, aber ein Angriff ist halt nicht möglich. Ja, nach hinten, da wird der Abstand immer größer. Also aktuell sieht das hier nach einer sehr, sehr komfortablen Position für uns aus. Und ja, es wird ja nochmal einen Wechsel auf jeden Fall geben, und zwar auf die Trockenreifen. Und dann wird es wahrscheinlich auf die Mediums gehen. Die Frage ist nur, wann das sein wird. Regen hat größtenteils, glaube ich, aufgehört. Das, was wir hier zum Großteil auf dem Visier sehen, ist halt der Spray von Bottas. Wir haben auf jeden Fall eine relativ trockene Ideallinie, aber auch jetzt würde ich wieder sagen, noch so drei Runden. Okay, Bottas geht in die Box. Wir covern. Ja. Ja. Mediums, ich habe Mediums ausgewählt. Bottas ist drin für die Mediums, wir covern. Ey, das dürfte jetzt nicht verkackt haben mit den Reifen. Ich habe so lange gebraucht, um das auszuwählen. Okay, let's go, guys. Wir haben eine riesen Chance jetzt. Charles ist draußen geblieben, Max ist draußen geblieben, wir müssen warten. Okay, bisschen unnötig, aber alles okay, wir können einen riesen Vorteil jetzt hier haben. Charles ist draußen geblieben, Max ist draußen geblieben und Daniel ist draußen geblieben. Wir sind vielleicht gerade Zweiter in diesem Rennen. Wir müssen aber am Bottas vorbei, weil sonst ist das hier nicht gut für die WM in Sachen Charles Leclerc. Aber gut, dass wir das noch gecovert haben. Klar, ich habe da zu lange gebraucht, um auf die Mediums zu kommen. Jeff hat auch gerade in dem Moment eine alternative Strategie angesagt. Ja, und jetzt hat Bottas einiges an Vorsprung. Aber auf den Trockenreifen, ich glaube, da können wir was reißen. Come on! Charles ist jetzt an der Box. Die Frage ist nur, wo wird Charles Leclerc rauskommen und wo wird Daniel Ricciardo rauskommen und wo wird Max Verstappen rauskommen, der übrigens unser neuer Rivale ist. Ich glaube, Max Verstappen ist unser neuer Rivale. Ja, das ist natürlich jetzt die Frage. Wir werden es gleich erfahren. Da vorne ist Ricciardo. Ich will Ricciardo haben. Ich will Ricciardo bekommen. Oh mein Gott. Das wird knapp. Aber wir kriegen ihn. Wir kriegen Ricciardo. Let's go. Das ist schon mal wichtig. Und es ist auch sehr gut, dass Charles vorne geblieben ist. Klar, Bottas ist da jetzt sehr, sehr nah dran. Aber vielleicht können wir da ja auch nochmal rankommen. Also eine Position haben wir durch unsere gute Strategie jetzt hier auf jeden Fall schon mal gewonnen. Oh, Leclerc hat ein Problem. Ey, dieses Rennen wird immer dramatischer. Das kann es nicht sein. Okay, Bottas schnellste Rennrunde. Können wir antworten. Sehr schön. Weiter so. Und da vorne ist Max Verstappen schon an Leclerc vorbei. Das kann es nicht sein. Ey, das ist so bitter. Das ist so unfassbar bitter für Charles. Wieder einmal die Pole geholt. Wieder einmal hier im Regen grandios gefahren. Und jetzt dieser scheiß Motorschaden bei ihm, der ihm hier die Führung kostet und wahrscheinlich auch den Platz gegen Bottas. Charles muss es jetzt hinbekommen, ihn irgendwie noch aufzuhalten, sodass wir möglichst nah hinter Bottas sind. Und dann, damit wir wenigstens noch vor Bottas kommen, das wird ja Charles zumindest ein bisschen helfen. Klar, das wird auch uns in Sachen WM-Titel helfen, weil wir haben ja durchaus auch noch da eine Chance. Und eigentlich kriegt er es ganz gut hin, ihn hier aufzuhalten. Ist eine gute Passage, um jemanden aufzuhalten, hier der letzte Sektor. Und jetzt müssen wir nur halt auch rankommen. Und dann, ja, am besten direkt mit Bottas durchschlüpfen. Oder einfach Bottas gleich überholen. Mal gucken, aber auf Startziel wird es das hier wahrscheinlich gewesen sein mit diesem Aufhaltespiel. Max Verstappen, der lacht sich natürlich ins Fäustchen. Der zieht hier auch gleich mal die schnellste Rennrunde um die Ecke. Und da ist es auch schon der Angriff von Bottas gegen Charles Leclerc. Und da ist er schon vorbei, der Mercedes. Ja, bitte, aber wir sind dran. Wir sollten das DRS-Fenster erreicht haben, oder? Haben wir es erreicht? Wir haben es erreicht. Wir müssen jetzt direkt an Charles vorbei. Charles, es tut mir zwar echt leid, aber... Ach nein, das reicht nicht. Das wird nicht reichen. Das ist ganz, ganz schlecht. Multi-21.
Oh nee, du. Oh nee, du. Das ist jetzt gar nicht gut, Charles. Jetzt wird er uns nämlich richtig aufhalten. Aber das ist ganz schlecht. Das ist gar nicht gut, weil wir können hier nicht vorbei. Wo sollen wir denn hier vorbei, ohne unseren Teamkollegen jetzt völlig zu gefährden? Das können wir nicht bringen. So viel schneller als er, aber es bringt nichts. Oh, jetzt hier auch noch schlecht rausgekommen durch die Dirty Air. Und hier kommt die KI immer besser aus der langsamen Kurve. Und da zieht Bottas davon. Oh, ganz, ganz bitter. Da hätte, ja, die Strategieabteilung echt was sagen müssen. Klar, Leclerc fightet hier auch noch um den dritten Platz, aber ganz ehrlich, seine Chancen sind minimal mit diesem Motorschaden hier. Und ja, jetzt verteidigt er. Ja, oh, jetzt ist es völlig lost. Jetzt ist er wirklich, ja, das war auch nicht gut von mir. Ich habe ihn auf die Kampflinie gezwungen. Oh, ist das knapp. Ist das knapp. So, jetzt werden wir vorbeigehen. Jetzt werden wir vorbeigehen. Daniel Ricciardo schon bei uns hinten drin. Ey, Digga, Charles. Ja. Egal, wir sind vorbei. Fokus, Bottas ist noch nicht ganz so weit weg. Ja, ich glaube, Ricciardo und Leclerc, die fighten da noch. Das ist natürlich auch gut. Weil dann haben wir auf jeden Fall hinten erstmal einen Puffer. Aber ey, wir können hier noch was reißen. Come on. Bottas könnte jetzt auch noch durch eine Überrundung da aufgehalten werden. Okay, der macht sehr, sehr, sehr fair Platz. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Ein Williams. Und dem müssen wir jetzt auch gleich vorbei. Ja, der könnte uns DRS geben. Der könnte uns mit etwas Glück DRS geben. Alternative Strategie. Keine Ahnung, was das jetzt sein soll. So, kriegen wir DRS durch ihn. Das werden wir gleich erfahren. Gehen jetzt hier auf jeden Fall schon mal vorbei. Und ja, wir kriegen DRS. Das bringt uns natürlich auch nach vorne. Was ist die alternative Strategie? Hä, wir stoppen nochmal? Ich dachte, wir können auf den durchfahren. Das müssen wir uns nochmal überlegen, ob wir noch an die Box gehen. Aber ich hatte jetzt eigentlich damit gerechnet, durchzufahren, muss ich ehrlich sagen. Krass, krass. Die wollen nochmal in die Box. Warte mal, ich glaube nicht, dass wir in die Box müssen. Aber Bottas wird nochmal in die Box gehen. Wir haben eine gelbe Flagge da hinten, scheint aber nichts Wildes zu sein. Nur einer, der ausscheidet, wird kein Safety Car wahrscheinlich geben. Wenn doch, dann könnten wir auf jeden Fall nochmal in die Box gehen. Aber wenn die jetzt... Hey, wir haben doch erst 10% davon seinen Reifen. Also ich werde nicht an die Box gehen. Sage ich ganz ehrlich, wir werden hier die Einzel durchziehen. Wir werden zwar richtig ekelhafte Reifen dann wahrscheinlich zum Ende haben, aber ich würde jetzt hier mit der ja, Durchfahrenstrategie planen. Lance ist ausgeschieden, aber kein Safety Car. Wir sind dran. Wir sind dran an Bottas im DRS-Fenster. Noch natürlich hier keine Überholmöglichkeit, aber vielleicht ja schon Startziel oder zweite DRS-Zone. So, Startziel. Da werden wir jetzt noch nicht vorbeikommen. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Wir werden nicht in die Box gehen. Aber wir wissen dadurch natürlich auch, wann Bottas ungefähr reingeht. So die nächsten zwei Runden. Sollte es soweit sein. Gasly ist diese schon drin. Okay. Sehr interessant. Und vielleicht können wir jetzt hier Bottas auch schon auf der Strecke überholen. Ja, wird knapp. Wird sehr, sehr knapp. Aber wir haben den Überschuss. Das ist mir zu riskant dafür, dass ich glaube, dass wir die viel bessere Strategie haben. Hier klappt es also noch nicht. Und ich glaube, bei Charles könnte sich das mit dem Motorproblem so etwas gefangen haben. Klar, der ist gerade nur 5, da weil Gasti schon in der Box war. Aber er wurde nicht weiter durchgereicht. Und ja, ich hoffe, das hat sich gefangen, dass er jetzt wenigstens einige Punkte hier noch mitnehmen kann, um nicht völlig den, ja, den Anschluss in der WM zu verlieren. So, ich bin jetzt auch sehr, sehr gespannt darauf, was Max Verstappen machen wird. Ob der hier durchzieht oder ob der auch in die Box geht. Bottas geht jetzt an die Box. Okay, seine Reifen waren durch. Max Verstappen ist auch an der Box. Wir sind Führender des Rennens. Und wir haben echt noch sehr, sehr gute Reifen. Überrunden Mick Schumacher. Und ich bin gerade auf einem ganz guten Weg zu glauben, dass wir das hier wirklich gewinnen können. So, irgendwo hinter uns ist jetzt noch Ricciardo. Und Charles ist auch noch die eine Runde draußen geblieben. Aber ich denke, dass auch die jetzt an die Box gehen werden. Ricciardo ist drin. Mal gucken, was jetzt mit Charles passiert. Ich denke, dass der leider nicht so schlau sein wird, um durchzufahren. Ja, er ist jetzt auch an der Box. Und damit haben wir jetzt hier 8 Runden oder so. Warte, ich guck mal kurz.
7 Runden, in denen Max Verstappen fast 20 Sekunden aufholen muss und uns auch noch überholen. Also, ja, das sieht hier gerade nach einem Sieg für uns aus. Oh, und Pierre Gasly holt sich die schnellste Rennrunde. Alonso kontert gleich. Ja, da werden natürlich jetzt die Leute, die gerade gestoppt haben, sich drum kümmern. Da werden wir leider nicht mitreden können. Also Max hat jetzt in einer Runde ungefähr eine Sekunde aufgeholt. Und das wird nachher natürlich nochmal ein bisschen weniger sein, was er aufholt. Das wird also nicht reichen. Auch wenn er jetzt natürlich gut aufholt, aber das ist trotzdem viel zu wenig. Leclerc gerade, ich habe ein bisschen zu spät reagiert, muss ich sagen, die schnellste Rennrunde gefahren. Also das scheint jetzt mit dem Motor echt wieder zu klappen. Ist nur jetzt leider da hinter den Alpinen auch noch zurückgefallen. Ja, mal gucken, was er am Ende noch rausholen kann. Aber wäre natürlich schon mal gut, wenn er die schnellste Rennrunde holen würde. Ja, Max holt ordentlich auf, aber wie gesagt, ich denke nicht, dass das reichen wird. So, vor uns befinden uns jetzt die ersten oder die weiteren Autos, die wir überrunden werden. Giovinazzi unter anderem dabei. Das Lustige ist, dass der Mercedes von Lewis Hamilton auch nicht so ewig weit entfernt ist. Den werden wir zwar nicht überrunden, aber wir sind schon echt nah dran. Ja, also wie gesagt, sieht alles sehr, sehr gut aus. Jetzt sollten uns hier die Überrundungen am besten nicht allzu viel Zeit kosten. Aber das sollten wir schon hinbekommen. Blue Flags, Blue Flags. Ja, da kommen sie. Giovinazzi auf dem 17. Ehemaliger Teamkollege von uns. Gibt uns jetzt nochmal DRS. Nehmen wir mit. Ja, Max hat eine Sekunde schneller pro Runde. Das hilft ihm auch nicht, weil es einfach zu wenig Runden sind. Wir haben zwar noch genug Benzin, um noch viel länger zu fahren, aber müssen wir ja nicht machen. Giovinazzi hat uns übrigens komplett aufgehalten, weil er nicht von der Ideallinie runtergefahren ist, sondern einfach auf der Ideallinie stehen geblieben ist. Sehr sympathisch. So, der nächste auf unserer Liste ist der gute George Russell. Auch hier haben wir die blauen Flaggen. Und auch der sollte uns mit etwas Glück DRS geben. Ne, dieses Glück haben wir nicht. Müssen wir mal gucken, ob wir ihn hier direkt überholen oder ob er uns erst in den Kurven vorbeilässt. Guck mal, er macht das richtig gut. Danke, George. Da sieht man mal wieder deine Qualität. So, es geht auf die letzte Runde. Ihr seht den Abstand zum Max Verstappen. Das sind immer noch 10 Sekunden und die wird er in dieser letzten Runde nicht aufholen. Was ein geiles Rennen. Regen, erst Starkregen auf Full Reds. Dann hatten wir die Wechselphase über Intermediates zu den Mediums, wo wir uns ganz spät noch für den Wechsel entschieden haben. Und dann, ja, einfach mal wieder ein Fehler der KI in der Strategie. Es ist natürlich ein Streitthema, ob man sowas ausnutzen sollte. Weil mir war ja relativ früh klar, dass die KI da auf der falschen Strategie ist und ob man dann sich selbst an die Strategie der KI anpassen soll. Aber ganz ehrlich, sehe ich keinen Grund für, weil wenn die KI in diesem Spiel einfach zu dumm ist und nicht ihrem Namen nachkommt, eine künstliche Intelligenz zu erzeugen, dann finde ich, sollten wir das auch ausnutzen dürfen. Und die KI ist sowieso gut genug und ich denke auch nicht, dass wir... Also es wird knapp mit dem WM-Titel in diesem Jahr, ne? Also es gibt viele, viele, die es gewinnen können noch. Max Verstappen mit diesem Ergebnis spielt er jetzt auch nochmal bestimmt eine Rolle. Also das werden wir uns gleich natürlich nochmal angucken. Aber ja, gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare, ob man diese Fehler der KI ausnutzen sollte. Aber eigentlich ist es ja doch ganz schön, dass künstliche Intelligenz zumindest noch nicht überall im Alltag so ausgereift ist, dass sie immer alles besser weiß als der Mensch. Und deshalb, ja, hatten wir hier die richtige Strategie und holen unseren dritten Sieg für Ferrari, unseren vierten Sieg in der Karriere insgesamt. Und ist natürlich ein super Ergebnis für uns. Wunderbares Ding. Fahrer des Tages gucken wir uns natürlich noch an. Und dann, ja, gucken wir gleich nochmal auf die Ergebnisse. Fahrer des Tages, Lando Norris. Hier ist unser Sieger, der seinen Ferrari in den Parc Fermé fährt. Was für ein tolles Rennen. Stefan, was hat sie im heutigen Wettbewerb von den anderen abgehoben?
Ich glaube, die Umstände haben heute perfekt zum Wagen gepasst. Der Wind, die Temperatur der Strecke, einfach alles. Die Autos erwachen erst dann so richtig zum Leben, wenn die Reifen die richtige Temperatur haben. Je leichter man also diese Temperatur halten kann, desto besser verläuft das Rennen für einen. Und genau so ist es gelaufen. Der Wagen hat sich da draußen einfach wohlgefühlt. Hier kommen unsere Sieger, ein spannendes Rennen und eine gewaltige Leistung von Ferrari. Die Geschichte des Teams ist bekannt und es ist keine Überraschung für Fans auf der ganzen Welt, dass sie heute hier wieder an der Spitze stehen. Was für ein Rennen, unfassbar, ich kann es nur nochmal wiederholen, wie auf der 1, Max Verstappen, Bottas, Daniel Ricciardo, Gasly, ja leider noch Alonso vor unserem Teamkollegen Charles Leclerc, Yuki Tsunoda, Lando Norris, Matsushita, Robert Schwarzman, Perez, Lewis Hamilton, Ocon, Zhou, Russell, Giovinazzi, Schumacher, Latifi und dann ausgeschieden Lance Stroll. Gucken wir auf die Rangliste, was bedeutet das, Charles Leclerc mit der schnellsten Rennrunde? Wir sind Zweiter. Vor Charles. 3 Punkte. Es ist unfassbar eng. Wir haben jetzt noch 3 Rennen noch. Und zwar Mexiko, Brasilien, Jeddah. Gute Strecken. Gute Strecken für mich. Gute Strecken, aber auch wo Mercedes jetzt nicht völlig unterlegen ist gegen uns. Aber grundsätzlich würde ich sagen, dass wir auf jeden Fall noch eine gute Chance haben, schon in dieser Saison die WM zu holen. Es wird extrem schwer und ich sage auch nicht, dass es passieren wird, aber es wird offen bis zur letzten Runde sein. Davon gehe ich aktuell aus, dass das echt so sein kann. Ja, denn es ist unfassbar knapp. 19 Punkte sind wir hinter Bottas, 22 Punkte ist Charles hinter Bottas. Lewis ist auch noch nicht so ganz weit weg. Max Verstappen hat sich jetzt durch dieses starke Ergebnis nochmal zurück reingespielt. Der ist auch auf jeden Fall noch in der Verlosung. Perez, Norris, Ricciardo würde ich dann schon wieder rausnehmen, aber ihr seht es, also das ist unfassbar knapp hier und es kann noch alles passieren. Und ja, 10 Punkte sind es in der Konstrukteurswertung, also da ist alles möglich. Mercedes mit 333 Punkten, schöne Schnapszahl, wir mit 323 dahinter. Und ja, auch da, ne, wird es bis zur letzten Runde wahrscheinlich spannend bleiben. Ich freue mich einfach nur auf dieses unfassbare Saisonfinale. 3 Rennen sind es jetzt noch und die werden alle wahrscheinlich unfassbar spannend. So, unser neuer Rivale Max Verstappen konnte uns zwar im Quali besiegen. Im Rennen ist es ausgeglichen, dadurch, dass er die schnellere Runde gefahren ist. Aber ganz ehrlich, der erste Platz ist für mich da einfach viel, viel wichtiger. Und mal gucken, ob wir jetzt noch was entwickeln können. Ich würde mich aber ganz ehrlich die nächsten Rennen mal wieder einfach über ein komplett trockenes Rennen freuen. Weil wir hatten jetzt die letzten 3 Rennen Regenrennen. Ich bin zwar großer Fan von Regenrennen, aber irgendwie ist es so typisch, ne? Man freut sich auf ein Regenrennen und dann kriegt man gleich 3, 4, 5 hintereinander. Also in Jeddah wird auf jeden Fall das trocken sein. In Mexiko müssen wir dann mal gucken. Wir haben auf jeden Fall einige Punkte, die wir auf jeden Fall noch für einen Teil investieren können. Und da bleibt uns eigentlich nur das Chassis oder die Strapazierfähigkeit. Das ist ja auch nochmal ein guter Punkt, denn wir werden ja eine Gridstrafe einsetzen müssen. Wir machen mal hier die Nasenstruktur noch. Die wird doch noch vor Mexiko fertig, wenn alles gut ist. Und wir werden für Mexiko eine Gridstrafe ziehen. 10 Plätze werden wir nach hinten versetzt. Heißt, wir brauchen schon ein sehr gutes Qualifying, um jetzt nicht von ganz hinten zu starten. Ich werde aber nur ein einziges Teil, denke ich, wechseln. Man könnte natürlich auch alle wechseln, aber erstens ist das, glaube ich, in der aktuellen Formel 1 gar nicht erlaubt. Zweitens ist es auch, finde ich, ein bisschen unfair, weil die KI das auch nicht macht. Deshalb werden wir, übrigens ist das Upgrade gescheitert, werden wir uns hier bei der Steuerelektronik ein neues Teil holen. Das wird eine 10-Platz-Gridstrafe geben, die werden wir antreten müssen. Ansonsten werden wir hier natürlich auch nochmal hier beim Turbolader auf ein ganz frisches nochmal für die letzten 3 Rennen gehen können. Das ist sehr, sehr gut hier beim Energiespeicher. Wechseln wir auch mal, aber das könnte kritisch werden zum Saisonfinale. Aber das werden wir irgendwie schon durchkriegen. Bei der MGUH haben wir nochmal einen ganz frischen. Da würde ich jetzt aber noch nicht wechseln wollen. Und MGUK, das passt aktuell auch soweit noch. Und Verbrennungsmotor, ja, da sind wir auch auf einem sehr, sehr annehmbaren Wert. Also 3 Teile, die wir wechseln. 1
für das wir eine Strafe bekommen. Getriebe haben wir gar keine Probleme. Das war ja früher immer das Problem in den F1-Spielen, dass du immer zu wenig Getriebe hattest. Ja, das Upgrade ist leider gescheitert. Das werden wir dann nochmal nachentwickeln müssen. Ja, das sollten wir auch hinbekommen. Dauert jetzt halt noch bis nach Brasilien sogar. Das ist halt bitter. Das ist halt echt richtig bitter, weil das hätte uns halt sonst zu krass nach vorne gebracht. Gut, Doppelheader steht bevor. Ich freue mich sehr, sehr drauf. Ich hoffe, ihr habt auch Bock auf dieses epische Saisonfinale in den nächsten 3 Folgen. Dann, wenn ihr das nicht verpassen wollt, lasst ein Abo da. Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns morgen beim nächsten Video wieder. Bis dann. Macht es gut und ciao.